An ihm selbst hat sich geändert, dass er nicht mehr so schüchtern ist. Er ist jetzt sehr selbstbewusst, sei es hier oder auch in der Schule. Und er hat sich hier in das Team gut integriert und viele Freunde gefunden. Und da freuen wir uns sehr. Das hat bei der Emilia ganz viel gebracht. Sie ist offener geworden dadurch. Sie ist selbstbewusster geworden. Und sie konzentriert sich eben mehr, also ist nicht mehr so wahnsinnig hibbelig und zappelig. Ich finde einfach die Kombi so toll, dass man Sport, Kampfsport und diese Wertevermittlung ist einfach spitze. Die Monatsthemen bringen ihr ganz viel, einfach das Thema aufzugreifen. Gerade Umgang mit Fremden, wie man sich in gewissen Situationen verhält. Man versucht ja immer ein bisschen so als Elternteil da auch viel und gut zu vermitteln, aber so diese Gruppenarbeit und die Erfahrungen, wo sich die Kinder gegenseitig geben, das ist wirklich spitze. Ja, sie ist seitdem tatsächlich auch offener anderen Kindern gegenüber. Sie spricht andere Kinder an und mag auch mal mit fremden Kindern spielen. Das hätte sie früher überhaupt nicht gemacht. Und zusätzlich ist sie jetzt richtig ehrgeizig auch geworden und freut sich über jede Gürtelprüfung. Und letztes Jahr, das Turnier hat ihr auch super gut gefallen. Da hast du dich auch richtig angestrengt. Die Emma hat jetzt auch in Turnieren und oder Karate-Geiger-Cup und ihre Gürtelprüfungen dann immer recht stolz ihre Pokale und Erfolge gefeiert. Und das macht mich als Papa auch stolz und meine Frau natürlich genauso, wenn man dieses Leuchten in den Augen seiner Kleinen sieht, das ist unbezahlbar. Also ich lerne mich zu verteidigen und dass, wenn ich angegriffen werde, dass ich mich verteidigen kann und dass ich dann immer hilfsbereit für andere bin und dass ich nicht immer so schnell rumheule und so. Und deshalb habe ich ein Hobby und das heißt Karate. Ja, und da bedanken wir uns ganz herzlich bei Karate Geiger. Dafür sagen wir Danke. Danke. Und wir finden das echt toll und wollen uns dafür auch nochmal bedanken beim ganzen Team. Dankeschön. Danke ans Karate-Team. Danke ans ganze Karate-Team.